So, dass da oben jetzt wirklich, ja, so eine Art kleines Dach entsteht. Wie gesagt, es muss ja nicht so groß sein, wie das ganze Ding hier ist. Denn dann können die Pferde ja entscheiden, ob sie, ja, halt unterm Dach stehen möchten oder ob sie vielleicht mal einen Regen genießen wollen. Das können sie sich ja nämlich dann selber entscheiden. Da muss ich ihm das nicht vorkauen sozusagen. Das müsst ihr machen und so müsst ihr jetzt damit leben. Dann können sie sich das einfach selber entscheiden. Ist ja auch viel besser eigentlich für die Tiere. Ich will die ja auch nicht quälen, wenn ich sie eh schon festhalte. Das ist ja eh schon nicht unbedingt jedermanns Sache. Nee, lass jetzt einfach mal so. Oder will ich einfach mal jetzt einfach nur das Dach so frei haben? Nee, ich mache es so. Nee, ich mache es so. Ich habe mich entschieden, ich mache es so. Dann müsste ich aber unter Umständen, glaube ich, hier den hier vorne noch umändern. Ja. Da kommst du weg. Und dann kann ich jetzt hier wieder zack, einen rauf. Den darüber. Und dann kann ich den jetzt hier wieder entfernen. Ach, ein Glück entfernt auch nur der sich und nicht wieder die beiden Dinger, wie das sonst immer der Fall ist. Dann kann ich zack, nein, verbaut. So, da haben wir noch so ein bisschen schon was hier geschützt. Dann können die sich wirklich halt überlegen, was machen wir nicht. Wollen wir im Regen stehen oder wollen wir es nicht? Jetzt kann ich natürlich überlegen, ob ich noch ein Stückchen höher gehe. Zack, zack. Das wäre dann hier so der Fall. Ich glaube, das mache ich sogar. Und dann kann ich einfach nochmal ein Stückchen gerade gehen, wenn ich möchte. Jetzt muss ich ja nicht mehr höher gehen. Hoch bin ich ja gut genug. Jetzt kann ich einfach nochmal ein Stückchen gerade gehen. Oder ist das schon zu weit? Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich nicht zu weit gehen. Aber ich glaube, das ist nicht so weit. Ich glaube, das kann man so ertragen. Wenn ich jetzt vielleicht noch ein Blöckchen so hoch gehe oder ein Blöckchen so lang gehe, das müsste funktionieren. Ich gucke aber mal von unten, wie das von unten aussieht. Wie das von unten so wirkt. Doch, das finde ich ganz interessant. Die Wirkung finde ich ganz interessant. Jedoch müssen wir das auch irgendwie darüber ziehen. Ich finde, das sieht auch sonst irgendwie so ein bisschen, aber davon, vom Aussehen her finde ich es eine ganz interessante Sache. Doch, das werden wir auf jeden Fall so weiterführen. Nehmen wir mal mit dem Cobblestone erstmal wieder hier rauf. Zack. Zack. Jetzt werde ich noch einfach ein Stückchen so längs gehen. Einfach nur, dass er nochmal so ein Stückchen gerade geht hier das Ganze. Und dann ist da so gesagt das Dach auch schon fertig. Weil das Dach soll ja nichts, wenn ich alles total bedecken. Es soll ja wie halt so ein kleiner Stall aussehen. Und da man ja hier nicht rund bauen kann, habe ich mir das Ganze jetzt eben halt so ein bisschen anderweitig vorgestellt, was für einigermaßen ja zu einem Stall kommen. Auch wenn man das ja eh nicht ganz und gar, aber ich weiß nicht, ich will, einerseits sieht das von außen komisch aus, wenn das fehlt, aber andererseits sieht es auch irgendwie komisch aus, wenn es da ist. Es ist irgendwie, wie man es macht, gerade ziemlich verkehrt. Ja doch, so gefällt mir das. So gefällt mir das auf jeden Fall. Jetzt kann man nämlich überlegen hier. Entweder man steht hier vorne direkt, dann wird man nass. Oder man steht hier und bleibt trocken. Genauso habe ich mir das nämlich gewünscht gehabt, sodass die Pferde so ein bisschen selber entscheiden können, wo sie stehen wollen. Wenn es zum Beispiel regnet, wenn es trocken ist, ist es ja sowieso egal. Oder wenn sie sich von der Sonne schützen wollen, dann können sie das hier einwandfrei tun. Die morgendliche Sonne kommt ja sowieso von hier. Im Endeffekt habe ich das sowieso schon so gebaut, dass sie auf jeden Fall immer Sonne abbekommen, egal ob sie unterm Dach stehen oder nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Sonne jetzt hier oben knallt, dann können die sich ja hier unten verstecken, dann haben die ja da nichts mehr von der Sonne, weil die Mittagssonne steht ja hier ungefähr so hier auf der Höhe. Und das heißt, wenn sie die nicht unbedingt erleben wollen, dann können sie sich ja halt einen nicht so braunen Kopf. Bis hier. Wieso kommt da eigentlich schon wieder Wasser durch? Ich wollte das noch zuklatschen. Also ich denke mal, wir lassen das einfach mal so. Nur wie gesagt, ich bin mit dem Rand noch nicht so ganz schlüssig. Soll ich den so offen lassen? Einfach mal so ein bisschen abgehackt. Muss mal gucken, wie das von hinten aussieht.
Bis jetzt betrachte ich dieses ganze gute Stück nur von vorne. Ja, von hinten sieht es fast nur einfach nur so aus wie so ein ganz einfache, wie so ein ganz einfaches Viereck. Die Struktur so ein bisschen, oder so ein bisschen Struktur kommt man erst rein, wenn man hier vorne so steht. Aber wie gesagt, so für einen kleinen Stall finde ich das eigentlich schon gar nicht schlecht. Das soll ja nichts Besonderes sein, es soll ja kein Wunderwerk sein. Es ist ja ein Stall. Und das ist ja übrigens sowieso eine Art von, eine kleine Art von Bauernhof, der hier entsteht. Da muss man ja nicht unbedingt alles so das Schönste haben. Ich finde das für so einen kleinen Stall eigentlich gar nicht schlecht. Wie gesagt, da müsst ihr einfach mal, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch das... Ich komme jetzt immer mit Kommentare schreiben, Kommentare schreiben, Kommentare schreiben. Aber ihr sollt natürlich auch mitentscheiden. Falls ihr irgendwas ändern soll, könnt ihr es ja auch reinschreiben, denn können wir das natürlich vornehmen und dann können wir ja hier dies und das und mal was ändern, wenn wirklich mal was geändert werden muss, weil man irgendwie sagt, das gefällt mir nicht so oder das finde ich nicht ganz so schön. Ich muss mal gucken, was hatte ich hier eigentlich noch in den Kisten. Soweit ich weiß, war hier noch einiges drin. Netherstein, Eier. Habe ich eigentlich eine Rüstung an? Dann ziehe ich mir die mal eben kurz an hier. Ach, geht ja gar nicht so. Egal, bleibst du da drin, so. Rüstung. Hier noch ein Bettchen, dann noch mal Pilze. Was war jetzt hier noch drin? Nichts, die kann ich also abholzen. Leer, die ist auch leer, abholzen. Zack. Allen leeren Sheet werde ich jetzt hier abholzen und dann ist gut. Zack und zack. Genauso wie die Bergbahn, die brauchen wir hier drin auch nicht mehr. Da ist noch was drin, da ist noch was drin. Und da ist noch was drin und da ist noch was drin. Da ist mal noch ein Bettchen drin. Und Pilze können wir eigentlich jetzt auch drauf verzichten. Wir haben noch genug Bettchen und wir haben noch genug Pilze. Damit wir das Ganze jetzt hier endlich mal leer kriegen und hier endlich sozusagen, ja, ausgezogen sind. Ich muss mal gucken, was ich hier mit dem Rest mache. Hier noch einen Schleimball. Kann man ja sozusagen auch noch zum Monster zählen. Nee. Schleimball, da kommt das weg. Guck ich mal kurz, wo ich mit diesem Schleimball noch hin kann. Ob sich dafür noch irgendwas anbietet. Anbieten lassen kann, tun möchten. Wir können das ja eigentlich auch mal zur Kiste von Monstern hier tun. Ach, hier sind da sogar schon Schleimbälle drin. Sehe ich gerade. Zack. Dann ist er damit drin. Und dann ist er wunderbar aufgehoben. So, was ich jetzt auch noch machen werde, ist diese Tür da oben. Das macht mich auch schon ganz fusselig. Diese Tür wird jetzt entfernt, Freundchen. Sie wird jetzt einfach entfernt. Er hat jetzt keine Tür mehr was zu suchen. Das machen wir mal ein anderen Mal. Vielleicht lässt sich dafür noch irgendwas errichten. Aber jetzt ist die erstmal weg. Erst das, da gucke ich schon die ganze Zeit hin und sehe immer wieder diese Tür. Und ich habe auch schon mal gesagt, die können wir mal wieder wegmachen. Das habe ich jetzt mal eben kurz in Angriff genommen. Da hat sich die Sache nämlich erledigt. So. Weg ist die Tür und Ruhe herrscht hier jetzt. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich habe hier noch die Eichensetzlinge, die muss ich mal eben kurz jetzt mal verbrauchen. Die werde ich jetzt einfach mal hier irgendwo hin pflanzen, sodass immer wieder neue Bäumchen hier wachsen. Zack. Einfach mal irgendwo hin, die wachsen also sowieso wieder nach, wie sie wollen. Und wie groß sie wollen und wie sie allgemein lustig sind. So, dann sind wir die nämlich erstmal wieder los. Dann brauchen wir uns nämlich erstmal um die nicht mehr kümmern. Was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Ich wollte jetzt mal kurz beim Stall mal gucken. Aber wie gesagt, wenn... Also eigentlich will ich das Ganze einfach mal so lassen. Samen haben wir hier noch. Melonenkerne und roher Fisch. Kann man hier mal was tun und den vielleicht mal hier reintun? Funktioniert. Was geht sogar ruckzuck hier? Da haben wir hier gleich rohen Fisch oder gebratenen Fisch. Gebratener Fisch. Mal gucken, was da so gibt. Hat jetzt von der Lebensauffüllung ist auch nicht so der Hit. Aber wie gesagt, ich werde das einfach jetzt mal so lassen hier mit diesem Stall. Es soll ja einfach nur ein Stall sein und nichts. Kein Häuschen, was irgendwie bei irgendeinem Wettbewerb gewinnen soll, weil wenn, dann hätte er es sowieso schon verloren. Der Stall sowieso, wahrscheinlich nicht nur der Stall, sondern noch so manch anderes Gebäude hier bei mir. Aber gut, da sagen wir jetzt mal nicht so viel zu. Es ist ja auch so ein bisschen Fantasie.
Minecraft besteht ja sowieso nur, solange man die nötige Fantasie dafür hat. Ich muss jetzt sowieso erstmal jetzt hier das Loch da hinten zuklatschen von dem blöden Creeper, der immer wieder mal alles gesprengt hat. Der sich mal wieder leise von hinten angeschlichen hat. Natürlich mal wieder ganz frech, ohne Ankündigung. Einfach mal pssst, und dann so ungefähr kommen klar mit dem Schicksal. Mit dem Schicksal des Creepers, der dich gesprengt hat. Naja, diese leisen, zärtlichen Berührungen dieses Tieres, dieses Monsters, ist ja kein Tier. Seit wann gehört ein Creeper zu der Art, zu der Tierart? Seit wann ist verdammt nochmal ein Creeper ein Tier? Das ist kein Tier. Das ist einfach nur ein Monster. Und irgendwas blockierte schon wieder meine Dinger hier. Was ist das heute hier da drin? Da ist doch drin, zack. Ich dachte eben, wo ist meine Erde hin? Dann kann ich ja gleich das hier vorne zumachen. Und dann müssten wir ja mal auf die Suche nach Pferden gehen. Vielleicht würden wir mal so ein... Wir brauchen unbedingt Essen. Ich will immer sprinten, sprinten und sprinten und kann nicht sprinten, weil wir überhaupt nichts mehr hier im Petto haben. Womit wir uns ja noch irgendwie ernähren können. So, du machst mal zu hier mit dir. So. Zu und zu und zu. Jetzt bist du Geschichte, du kleiner Wasserfall. Genauso wie das blöde Loch hier. Von diesem Monster. Monstren. So, Mietzi macht auch noch Miau. Genau, gereicht mit der Erde. So, du kommst einfach mal wieder mit. Komm, steh mal auf. Ja, fein. Und jetzt kommst du mal mit. Komm. Ja, komm. Mauzi. Ja, komm. Ja, komm. Komm, Mauzi. Muss aufpassen, dass sie nicht irgendwo reinrennen. Mauzi. Ja, komm. Das Gefühl, die sieht irgendwie anders aus. Mauzi. Komm. Ja, komm. Komm hier. Komm. Spawn hier rein. Komm hinterher geflogen. Ja, so ist fein. Zack. Dann setzt du dich mal hin. Und wo ist jetzt die andere Katze? Jetzt sag nicht, die ist auch noch draußen. Auch noch hier drin. Oh nee, ernsthaft, die ist auch noch draußen. Kacke. Da geht es nämlich schon los, dass man die Viecher verliert, weil sie immer alle draußen rumtouren. Ach, da ist sie ja, stimmt. Schock. Beruhig dich. Sie sind alle noch da. Gut, jetzt haben wir hier noch Leder. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt Leder brauchen. Ich meine, ich würde ja gerne mal auf Pferdejagd gehen. Das Problem ist jetzt wirklich gerade unser Futter. Ich will jetzt aber auch keine Kühe dahin abschlachten. Das kommt mir ja auch so vor, als wenn der Bauer hier so eine Kühe hier ganz fein und säuberlich hält und dann schlachtet er sie einfach alle ab. Weil er an Hungersnot leidet. Und da ich nicht ganz so fies sein möchte, nehme ich lieber die Kühe, die hier rumlaufen und nicht die ich selber hier schon halte, weil das finde ich dann wirklich sehr unappetitlich. Da kommst du mal hier, Kuh. Es tut mir leid, ich komme nicht dran vorbei. Ich muss euch leider ein wenig killen. Denn ich muss hier um mein Wohl sorgen. Und es ist doch kein Fleisch gekommen. Machen die jetzt hier nichts mehr? Da liegt es doch. Ich wollte schon sagen, das hat mich jetzt echt gewundert. Wenn da nichts gekommen wäre. Oh, Kuh. Das ist gefährlich, was du tust. Gefährlich. Jetzt bist du natürlich auch noch hier unten. Da kommst du gleich mit. Zack. Und zack. Genauso wie du auch noch gleich mit. Nebenbei noch ein bisschen Wolle sammeln und eine Wolle brauchen. Obwohl, man weiß es ja nicht. So für schlechte Zeiten mal so ein bisschen Wolle. Könnte sich ja eigentlich lohnen. Aber ich hätte mich ja sowieso dumm und dusselig geärgert mit dem Leuchtturm. Hätten wir da wirklich echte Wolle reingesteckt. Und wo das dann verbrannt ist. Weil wir dafür ja auch noch jede Menge rote Wolle gebraucht haben. Und wenn das alles weg gewesen wäre... Also ich hätte mich, glaube ich, wirklich dumm und dusselig geärgert. Einerseits auf jeden Fall ein Vorteil, dass ich es nicht getan habe, aber andererseits... Wieso steht da nicht noch die Werkbank? Aber andererseits war es wahrscheinlich auch die Bestrafung dafür, dass wir daran gedacht haben,
jemals zu cheaten, beziehungsweise den Leuchtturm zu cheaten. Aber es wäre ja auch krass gewesen, den selber zu bauen. Es wäre ja einfach krass gewesen. Ich glaube, das hätten wir auch gar nicht hingekriegt, also von der Menge gewesen, von der Menge an weißen Wolle, von der Menge an roter Wolle, bis wir das zusammengekriegt hätten. Ich glaube, da wären wir schon alle nicht mehr hier auf dieser, ja, nicht mehr hier auf dieser Welt, ist blöde. Dann wären wir wahrscheinlich, hätten wir wahrscheinlich andere Vorlieben, sagen wir es mal so. So, ich glaube, ich muss jetzt mal kurz gucken. Und dann kommt es hier mal ein bisschen fleischy rein. Dann machen wir mal 4 Stück rein. Da kommen 4 Stück rein. Dann kommt hier noch... Wieso habe ich mit einmal Holz in der Hand? 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. So, und jetzt darf ich dich natürlich wieder entfernen hier. Meine Axt habe ich in der Hand. Mit einmal mich hier ruckzuck und dann gibt es gleich ein bisschen Kuhfleisch, ein bisschen Rinderfleisch. Nom 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 nom. Da freut sich unser Magen ja jetzt schon. Endlich mal wieder was Vernünftiges im Bauch. So, 4-mal Steak. Steak, Steak, Steak. Ordentliches Steak. Und zack. Und komm, der letzte. Zack. Das schmeckt gut. So mögen wir es doch am liebsten. Steak ist auch wirklich wunderschön. Da kriegt man richtig Leben von. Zack, und schon voll.